So, jetzt verliere ich wieder all meine Power-Ups. Kommen hier nicht diese Magier? Oder wechsle ich das gerade? Nein, das verwechsle ich. Die kommen hier, glaube ich. Mensch, hör auf, dich zu ducken. Oh, diese Sprites. Mit Linie geschafft. Ah, komm schon. Was ist denn? Geh halt dann nach links. Nein, der würde mich treffen. Ja, so geht das. Oh, nee. Endboss, oder? Jo. Oh, Schokolade. Sie sind eigentlich ganz einfach. Wenn mir nicht im Druck steht, das Level zum 100. Mal gemacht zu haben, dann geht das eigentlich. Aber wenn man beim 10. Mal das Level macht und man ist endlich beim Gegner und dann ist man total... Ich muss ihn jetzt schaffen. Oh, ein Höhlenlevel. Ah ja, er duckt sich. Natürlich, duckend kann man leider nicht so weit springen, wie ich es gern hätte. Höhlenlevel, ah, wie ich sie liebe. Ah, wie ich sie liebe, die Höhlenlevel. Eigentlich mag ich sie wirklich. So, dieses Mal benutze ich auch mal. Wow, wow, wow. Hey, Mario, was machst du? Ich will nicht hier drin fliegen. Hier drin ist Höhle. So, das Level wird jetzt ein bisschen dauern. So, komm, rübergleiten. Haha. Und, weil wir fleißig waren, bekommen wir Leben. Hier irgendwo war ein P-Switch drin. Jo. Und da hole ich mir natürlich die ganzen Leben. So, wo geht's denn hier weiter? Ah, ich bin schon am Ziel. Komm schon, stirb. 50? Ich glaube, das geht hier eh nicht. 14 geht. Und ich... Ja, ich glaube 50 wäre sogar gegangen. Bonus Game. Ich mag es lieber, wenn ich
Zwei Leben. Oh, okay. Wait! Da freut er sich, der Mario. So. In der Welt gibt's, glaube ich, gar keinen Stern, oder? Den man erkunden kann. Ja, duck dich, das ist... machen wir das an. Wow! Wow! Es hat voll geleckt! Boah, ich wollte den P-Switch erst viel später benutzen. Na egal. Wie würde Amber und Haze jetzt sagen? Tubular! Oh ja, egal, das Level ist willig. Ah, okay, jetzt kommt die Burg. Ah, jetzt kommt... Ich freue mich so. Ich freue mich so auf die Burg. Wendy's Castle. Was ist denn das überhaupt hier für eine Kacke? Ah, nee, sowas mag ich eigentlich. Sowas kann ich eigentlich auch. Ja, sowas kann ich. So, da stelle ich mich richtig gut an bei sowas. Wo muss ich stehen bleiben? Ich glaube hier. So, ja, das hat gepasst. So, ja, das ist auch nicht so schwer. Ah, egal. Diesen Mauervorsprung hin, das ist blöd. Und jetzt muss ich es klein machen. Oh nein. Klein. Fick dich, Controller. Boah, für so Feindinger ist der echt beschissen. Hey, ich habe noch Ersatzpilz. Cool. Hey, Ersatzpilz, komm mal her. Ich kann auf Sonnen springen. Wey, ich bin der Sonnenspringer. Ah, leck wieder. Passt schon. Hast schon recht. Leck wieder ein bisschen rum. Ich bin der Sonnenspringer. Jo, das war bescheuert. So, wie gehe ich da jetzt am besten durch? Ja, so mache ich das am allerbesten. Wendy's Castle ist eigentlich ziemlich einfach, finde ich. Ach komm! Eigentlich ist dieses Castle ziemlich einfach, finde ich, habe ich gerade gesagt. Es ist ein Sprung, wenn diese Sonne nicht da wäre, den man aufs erste Mal schaffen würde, aber diese Sonne irritiert einen und deswegen schaffe ich das nicht.
Okay, bevor ich mich jetzt blamier und noch fünfmal denselben Fehler mache, warte ich einfach einmal. Ah, warte ich einfach einmal. Ich weiß, warten ist lame, aber... Oh oh, das könnte leicht knapp werden. Nö, nö, das geht schon. Schwere Stelle, ich spring die ganze Zeit nur. Haha, das war cool. Yeah, so muss das aussehen. Wendy war auch das mit den Röhren, glaube ich. Ja, zwei Flammen. Allerdings ohne Stufen drin, das macht es nicht wirklich schwer. Und noch einmal. Nein, das war die falsche. Man kann sie aber noch erwischen, eigentlich. So, damit hätten wir die nächste Welt geschafft. Beziehungsweise uns trennt noch ein Level vor der Bowser-Welt. Thank you. Entschuldigung, ich hab nicht gerüpst. Ich hab nicht gerüpst. Ich freue mich schon auf mein neues Gamepad, wenn ich mit dem Original-Stealth-Controller zurückkomme. Dann werden viele Fehler nicht passieren. So, continue.